Hallihallo und herzlich willkommen hier aus dem Frau Hölle Studio. Stellt euch ein großes Publikum mit einem mordsmäßigen Applaus vor. Gibt's leider nicht. Aber wir stellen es uns einfach heute Abend vor. Immerhin fühle ich mich hier sehr heimisch und wohl zu Hause, in meinem zweiten Zuhause im Frau Hölle Studio. Und hoffe auch, dass alles heute super klappt in dem mega gut dank und durch Corona ausgestatteten technischen Setup. Wir haben hier Licht, Licht, Licht. Wir haben hier Ton und Ton. Ich glaube, ich bin angestrahlt von allen Seiten und hoffentlich hört man mich auch super, super gut. Und dann geht's heute auch schon los. Mit dem allerersten Livestream, ich sehe schon Daumen nach oben. Ich habe hier mein kleines Team heute Abend. Die signalisieren mit Daumen nach oben. Ich weiß nicht, ob Annika zuschaut, meine Tonfrau in Spe, die mir sonst immer sagt, wenn man mich nicht hören kann, beziehungsweise sie schreibt mir immer, wenn man mich nicht hören kann. Aber ich glaube, alle können mich heute gut hören und sehen. Das hat der Mann großartig gemacht. Einen nochmal großen Applaus an Technikman, der sich irgendwo da hinten aufhält. Das hat er ganz, ganz toll gemacht. Ja, es wird noch viele, viele Livestreams dieses Jahr in dieser Art geben. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das hier so gut hinbekommen haben. Und ich hoffe auch, dass das Erlebnis in Zukunft ein bisschen besser und qualitativ hochwertiger ist als in meinem Zuhause am Wohnzimmertisch, wo es dunkler war, wo die Verbindung öfter schlechter war. Und hier ist, glaube ich, einfach alles besser. Ja? Und heute ist das große, große Finale der Seasons Collection. Duftet hier schon so nach Blumen, denn genau darum geht es heute auch, um die Blooming Spring Edition, meine vierte Seasons Edition Kollektion, also die, ja, der vierte Aquarellkasten, den ich gemeinsam mit Schminke entwickeln durfte. Ungefähr, glaube ich, genau vor einem Jahr habe ich den Vertrag zu diesem Projekt unterzeichnet. Ich glaube, es war ungefähr zu Beginn von dieser ganzen Corona-Geschichte und jetzt ein Jahr später, ja, sind wir hier zusammen und malen gemeinsam mit den 12 wunderschönen Farben der Blooming Spring Edition. Jetzt hoffe ich aber erstmal, dass ihr euch wohlfühlt hier bei mir zu Hause im Frau Hölle Studio. Wir haben auch ein bisschen hier die Wand gepimpt. Ihr seht, wir haben hier schöne Dekoartikel angebracht. Wir haben hier hinten noch ein bisschen entschlackt das ganze Outfit vom Frau Hölle Studio. Aber in diesem Setup wird es mich in Zukunft immer geben. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es irgendwie ein bisschen geiler ist für euch. Viele von euch habe ich ja mittlerweile auch gelesen und gesehen nach dem Livestream, streamen mich immer auf ihren großen Fernseher. Das ist ja auch der Vorteil von den YouTube-Livestreams. Ihr könnt mich wirklich groß streamen über Airplay an euren Monitor, auf euren Fernseher. Ihr müsst ihn nicht in diesem kleinen Mini-Instagram-Livestream-Hochformat angucken, sodass wir hier alle viel mehr Spaß miteinander haben können und ihr vor allen Dingen, das ist ja das Wichtige, viel mehr und besser sehen könnt, was ich gleich mit euch gemeinsam malen möchte. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die wie immer loswerden während dem gesamten Livestream in dem Live-Chat. Braucht dafür aber ein YouTube-Video, das könnt YouTube-Video, YouTube-Konto. Ihr seht, ich muss mich erstmal nach meiner kleinen Baby-Winterpause wieder erholen und akklimatisieren hier mit den ganzen Worten im Mund. Ihr braucht ein YouTube-Konto, um im Live-Chat Fragen stellen zu können. Aber das könnt ihr gratis, schnell und easy peasy machen und anlegen und dann auch mitmischen. Und ich sehe hier auch, da wird schon ganz fleißig geredet. Hier läuft es auf dem 65er Zoll sehr, sehr schön. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr YouTube-Livestreams schaut, streamt das Ganze an einen großen Monitor oder Fernseher. Das ist wirklich der Lux. Da könnt ihr meine wunderschöne, nicht vorhandene Maniküre später ganz genau sehen. Vor allem aber auch die Pinselstriche, um die es später noch gehen wird. Ja, so viel schon mal vorab zur Technik, das ist das Allerwichtigste. Und natürlich wird dieser Stream auch wieder gespeichert. Alle meine YouTube-Livestreams bleiben gespeichert, auch anders als bei Instagram, aber YouTube, da bleibt wirklich alles dauerhaft an Content, was ich live streame, bestehen, sodass ihr auch jederzeit das Ganze übrigens stoppen könnt. Wenn euch irgendwas zu schnell geht, dann stoppt einfach den Livestream. Das kann man nämlich auch machen, ist ultra cool. Und dann könnt ihr auch wieder beim aktuellen Live einsetzen und weitermachen oder euch das Ganze einfach viel langsamer anschauen, wenn ich euch zu schnell bin. Also ihr habt hier wirklich so viele coole Möglichkeiten für ein wundervolles Erlebnis. So. Nun geht's los und wie immer bei diesen Seasons Collection Livestreams möchte ich euch kurz vorab noch ein paar Sachen erstmal erzählen, Hintergründe auch vielleicht noch ein paar erläutern,
zu der Entwicklung der Boxen, die ja doch für mich auf jeden Fall ein Lebensprojekt war, kann man schon so sagen. Und mit der vierten Blooming Spring Seasons Collection endet ja auch dieses großartige Projekt, denn es gibt nur vier Jahreszeiten. Wir haben mit dem Sommer begonnen, mit der Tropical Summer Edition, dann kam die Natural Fall Edition, dann kam die Magical Winter Edition und jetzt sind wir bei der Blooming Spring Edition. Und so viel sei schon mal vorab gesagt, die heißt nicht umsonst Blooming Spring. Wir hatten sie erst als Arbeitstitel Field Spring, glaube ich, genannt. Field Spring Edition, irgendwie sowas. Da ging es um Frühblüher und Gräser und Wiesenblumen, aber Field Spring klang dann irgendwie so wie Springfield, nur andersrum. Deswegen dachten wir doof und haben es dann irgendwann, glaube ich, Blooming Spring genannt. Ja, und Blooming Spring deshalb, weil natürlich im Frühling vor allen Dingen alles um Blumen geht. Der Frühling ist die Jahreszeit, wo wir alle raus wollen, wo wir irgendwie gefühlt aus diesem Dornröschenschlaf des tristen und grauen und auch manchmal traurigen Winters erwachen, wo wir Düfte riechen, Blumen riechen, neue Dinge schmecken, Eis essen vielleicht auch, schon uns in die Sonne setzen, ein Latte Macchiato genießen, Ostereier suchen. Ostern ist auch ein Riesenthema im Frühling, darauf habe ich auch geachtet bei der Farbauswahl. Und natürlich auch Muttertag. Muttertag ist auch noch im Frühling, im Mai. Und so viel sei schon mal gesagt, die Farben, die enthalten sind, einige davon könnt ihr auch super für Muttertagsprojekte benutzen. Also ich habe wirklich, hoffe ich zumindest, an alles gedacht. Karneval übrigens auch. Karneval ist ja auch noch im Frühling. Wer also irgendwas für Karneval aquarellieren möchte, der wird sicherlich mit dem Blooming Spring Kasten auch glücklich werden, sollte das jemand von euch machen. Ich auf jeden Fall nicht, aber ihr seid auf jeden Fall damit bestens gewappnet. Genau. Also die Idee hinter jeder Edition war ja immer wirklich, die Farben so auszuwählen, die 12 enthaltenen Schminke-Horadam-Farben, dass ihr die Farben 1:1 für entsprechende saisonale Objekte und Motive nutzen könnt, ohne sie mischen zu müssen. Auch schön mischen zu müssen, um einfach gerade den Anfängern das ein bisschen zu erleichtern. Ich selbst weiß auch aus meinen Workshops, wie schwierig es ist, Farben anzumischen, um sie dann zu verwenden oder zumindest. Es ist für viele eine große Herausforderung und Hürde, überhaupt erstmal anzufangen mit dem Aquarellmalen. Und genau deswegen habe ich euch diese vier Kästen zusammengestellt, die ihr wirklich für jede Jahreszeit einfach wieder, die Jahreszeiten kommen ja jedes Jahr wieder, rausholen und benutzen könnt. Und ohne jegliches Mischen, ich würde mal zu 99% behaupten, jedes saisonale Motiv damit malen könnt. Sonst könnt ihr mich immer gerne eines Besseren belehren und mir schreiben, wenn ihr ein Motiv habt, was sich absolut nicht mit meinen ausgewählten Farben umsetzen lässt. Das hoffe ich natürlich nicht. Genau, und wie es der Name auch schon sagt, wird es heute bei den Motiven, die ich dann mit euch gemeinsam mal, auch hauptsächlich um Blumen gehen. Blooming Spring ist der Name und wir blümeln heute auch ganz viel. Wir machen heute ein paar loose Blumels, ein paar loose Spring Florals sozusagen mit meiner Kollektion. Und ja, ich will euch gar nicht auf die Folter spannen. Ich switch jetzt mal die Kamera, würde ich sagen. Ah ja, noch ganz, ganz wichtig, eine ganz wichtige Verbraucherinformation, Verbraucherhinweis. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass, was uns sehr überrascht hat, die Blooming Spring Edition, die letzte Kollektion, so dermaßen erfolgreich war, dass sie innerhalb von, ich glaube, ein paar Stunden bei uns ausverkauft war, bei ID Kreativ ausverkauft war. Ein paar Restbestände gibt es noch bei Airbrush City. Und wir haben wirklich alle Hebel gemeinsam mit Schminke, unserem großartigen Partner, in Bewegung gesetzt, sodass wir heute sagen können, ihr könnt sie ab sofort, die Vini hat vorhin auf den Knopf gedrückt, bei uns wieder vorbestellen und bekommt sie dann in KW12 geliefert. Wir haben eine begrenzte Stückzahl verfügbar gemacht für euch, die ihr ab heute wieder bei uns vorbestellen könnt, aber mit einer kleinen optischen Änderung, denn ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ja alle Kästen immer, jetzt muss ich mal kurz switchen, dann kann ich es euch nämlich auch zeigen, alle Kästen enthalten ja normalerweise immer auf der Oberseite diesen goldenen Aufdruck mit dem Sticker und das, was wirklich am zeitintensivsten bei der Produktion ist, ist dieser goldene Spezialaufdruck und auf den haben wir jetzt in dieser quasi zweiten Ad-Hoc-Auflage verzichtet. Stattdessen gibt es einen Sticker, der hier drauf kommt, da steht aber auch Seasons Collection drauf, sodass ihr euren Kasten immer wieder erkennen könnt zwischen all den anderen Kästen. Den Sticker gibt es natürlich auch oben drauf, das ist klar. Und als kleine Wiedergutmachung gibt es aber auch noch eine Dot-Card mit dazu. Also es gibt eine minimale Anpassung des Designs. Natürlich ändert sich nichts an Inhalt des Kastens oder Qualität der Farben und so weiter und so fort. Aber zumindest haben wir für euch eine kleine Stückzahl wieder
ja, verfügbar gemacht, sodass ihr sie bald bekommen und vor allem benutzen könnt. Denn danach kriegen wir erst wieder ab 14.04. eine richtig fette Lieferung. Also da müsst ihr euch leider noch ein bisschen länger gedulden, um wirklich den kompletten, den Kasten, so wie er jetzt eben auch ist, mit dem Aufdruck oben, von uns zu erhalten. Und alle anderen kriegen ihn dann auch erst wieder geliefert. Ja, da hat leider keiner mit gerechnet, dass nach 3 Kästen der 4. nochmal so erfolgreich wird. Ich glaube, ihr habt einfach alle auch darauf gewartet, aus dem Dornröschenschlaf des Winters zu erwachen und euch neue Farben zu kaufen. Ich hätte es ganz genauso gemacht, euch mit neuen, frischen, lebendigen, fröhlichen Farben einzudecken für den Frühling. Und deswegen habt ihr uns wirklich die Bude eingerannt. Also an dieser Stelle tausend Dank wirklich für euer Vertrauen in mich, in meine Arbeit, in mein Team. Wir sind wirklich super, super glücklich. Genauso wie Schminke, dass die ganze Idee der Seasons Collection so gut bei euch ankam. Ich weiß noch, wie ich mich darüber gefreut habe, als ich diese Idee irgendwann im Kopf hatte beim Duschen, wie immer. Und dass jetzt ein Jahr später das Ganze wirklich so ein wunderschönes Projekt und Produkt geworden ist, das wir heute abschließen. Erstmal macht mich ganz schön stolz und auch sehr, sehr glücklich. So, kommen mir gleich die Tränen. So viel schon mal zu den ganzen organisatorischen Infos. Ansonsten, wenn ihr wissen möchtet, wie sich die Näpfchen in dem Kasten befestigen lassen, wie sie sich rausbringen lassen, wie sich das Ganze reinigen lässt, könnt ihr auch die Streams der letzten Kästen anschauen. Da habe ich auch schon alles immer ganz in Ruhe und ausführlich erklärt, wie ihr also die ganzen Näpfchen auslösen könnt und wieder befüllen könnt. Wir werden dieses Jahr eventuell möglicherweise vielleicht sogar auch Refills der Näpfchen bei uns im Shop anbieten, sodass ihr einzelne Farben, das sind ja insgesamt 4x12, also 48 Farben, halbe Näpfchen, falls die irgendwann leer werden, weil ihr zu viele Blümels gemalt habt damit, auch wieder nachbestellen könnt bei uns. Also für dieses Jahr ist einiges geplant. Wir haben ja jetzt hier drüben ungefähr 3 Meter leeres Regal. Die werden schon gefüllt. Da könnt ihr euch sicher sein. So, ich gucke mal kurz, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich muss ja hier in das ganze Livestream-Geschehen auch erst wieder reinkommen. Ich glaube aber nicht. Und dann würde ich sagen, starten wir durch. Ich gucke mal in den Fragen, ob ich irgendwas vergessen habe. Vini ist ja auch ganz fleißig mit dabei. Nö, ne? Soweit, so gut. Sehr schön. Ja, dann kann ich euch mal kurz das Motiv zeigen. Es ist ja auch bei jeder Seasons Collection ein Motiv entstanden, das ich quasi wirklich mit den Farben auch ungemischt aquarelliert habe, was auf die Verpackung draufgekommen ist. Das seht ihr hier nochmal, das Original, also wirklich 1:1 der Transfer. Und da seht ihr auch wirklich, dass es bei Blooming Spring auf leuchtende Farben ankern. Ich habe mir also wirklich auch ähnlich wie im Sommer, aber nicht ganz so leuchtend, Farben ausgesucht, die einfach Spaß machen, die den Frühling quasi fast schon in die Nase zaubern, in die Augen zaubern. Und mit denen man wirklich, ihr seht es vor allem hier, ganz, ganz viele bunte Blumen, Blüher und Wiesen und auch kleinere Tierchen umsetzen kann, sodass ihr euch den Frühling wirklich mit dieser Blooming Spring Edition aufs Papier zaubern könnt. Wenn ihr euch mal die Farbkarte anschaut, die übrigens auch bei jedem Kasten beigelegt ist, also in jedem Kasten enthalten, auch in unserer zweiten Auflage, ist so eine Farbkarte, die ihr euch selbst dann ausmalen könnt. Heute habe ich ein Instagram Reel gedreht, wo ihr euch das nochmal anschauen könnt, wie man das am besten macht. Da seht ihr auch ganz gut wirklich alle Farben geswatcht, alle 12 Farben und wie strahlend und leuchtend die sind. Gerade im Vergleich mit den ganzen anderen Kollektionen. Und ich habe auch mal die anderen Farbkarten heute extra rausgeholt und mitgenommen. Leernäpfe können wir natürlich auch anbieten. Das ist überhaupt kein Problem. So viel Platz haben wir auf jeden Fall auch noch im Lager. Also es hat ja alles angefangen mit dem Sommer. Ich lege die mal hier alle so ein bisschen auf. Und da sieht man auch ganz schön im Vergleich zwischen Sommer und Frühling, dass der Sommer noch ein bisschen mehr Strahlkraft besitzt. Also Sommer hat vor allem dieses ultra brillante Brilliant Opera Rose, also Opernrosa, was noch ein bisschen krasser leuchtet als Magenta hier in der Spring Edition. Irgendwas ist gerade. Wenn ihr mich noch sehen könnt, scheint es nicht so schlimm gewesen zu sein. Passiert. Ich habe der Toto aus. Du hast gerade meine Kamera verrückt. Ja, Toto ist genau hier unten drunter. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er da. Also, das ist der Sommer. Dann ging es weiter und da sieht man nämlich einen krassen Unterschied mit dem Herbst. Herbst
hatte ja absichtlich wirklich ganz gedeckte Farben und von allen Farbnuancen wirklich eher so die entsättigtere Variante. Wunderschöne Farben, auch aktuell genutzt, sehr, sehr beliebt für Boho-Motive. Ist ja auch immer wieder Trend, jedes Jahr aufs Neue. Und dann im Winter nochmal hier, die der Vollständigkeit halber, natürlich mit den beiden Metallic-Farben Gold und Silber. Genau, und hier auch gerade im Überblick seht ihr wirklich ganz schön, dass gerade der Frühling und auch der Sommer natürlich, wie soll es auch anders sein, die leuchtenden Farben enthalten. Das ist ja auch wirklich so die strahlende, helle Jahreszeit und hier die dunklere Jahreszeit, wirklich auch eher so die entsättigten, gedeckten, dunkleren Farben und Farbnuancen und erdigen Farben von mir bekommen hat. Ich bin immer noch super, super happy mit meiner Farbauswahl. Ich würde, glaube ich, nichts anders machen daran. Ja, und freue mich jetzt einfach, das wirklich so im Ganzen zu sehen nochmal. Das macht mich immer wieder so glücklich. So, das habe ich extra nochmal rausgesucht zu Hause und das ist die Farbkarte, die ihr als Farbkarte noch gestalten könnt, damit ihr nämlich immer, und das ist das Praktische daran, direkt sehen könnt, wie eure Farben in dem Kasten geswatcht aussehen. Also wenn ihr euch für ein Motiv entscheidet, zum Beispiel so eine Primel da oben, könnt ihr direkt schauen, okay, welche Farbe matcht am besten, vielleicht so eine Mischfarbe daraus und das Ganze eben dann direkt zusammenmischen und verwenden. Genau, so, und dann würde ich noch sagen, fangen wir mal an, ein bisschen was zu blümeln. Habe ich irgendwelche Fragen übersehen? Ich gucke gerade mal. Ja, die Farbkarten sehen schön aus. Ihr könnt übrigens auch, das habe ich auch bei einer Dame auf Instagram gesehen, natürlich zu jeder einzelnen Kollektion mal einen Color Chart machen oder einen Farbkreis. Super, super spannend, wenn ihr von jeder einzelnen Edition mal einen Farbkreis macht, weil dann seht ihr auch, wie unterschiedlich die Mischfarben, also die Sekundärfarben und die Tertiärfarben aussehen. Mega spannendes Projekt für ein verregnetes oder verschneites Wochenende, was wir, glaube ich, dieses Wochenende haben und uns bevorsteht. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich richte meinen Arbeitsplatz ein und dann malen wir mal ein paar Blümchen los. Ich habe mir heute extra so ein paar Models ausgesucht. Ich zeige sie euch mal hier an der Seite. Diese hier duftet auch schon ganz besonders. Ich habe auch heute extra noch ein bisschen Botanik und Florales gelernt und Nachhilfe bei Google genommen, damit ich heute auch weiß, was ich zu welchen Blumen sagen muss und wie sie vor allem heißen. Ich sag's euch, heute lernt ihr noch was von mir. Meine Mutter wäre stolz auf mich. Vielleicht schaut sie ja auch zu. So, also ich arrangiere mir mal meinen Arbeitsplatz hier. Farbkarte kommt erstmal weg. Ihr braucht, wie immer zum Mitmachen, ein Papier. Und als Papier empfehle ich euch immer ein Cold Pressed Aquarellpapier. Ihr könnt als Empfehlung, haben wir ja gesagt, zum Beispiel bei uns im Shop erhältlich, das Hahnemühle Expression nutzen. Das ist auch aus Baumwolle, allerdings eher günstig und nicht so hochwertig wie mein Liebling, das Canson Aquarell. Das besteht zwar nur aus 60% Baumwolle, aber gerade bei den größeren Motiven, die ich heute mit euch gemeinsam malen will, wo es mehr um Farbflächen und Farbverläufe geht, ist es einfach wirklich, finde ich, das geilste Papier vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist nicht so teuer wie Arschpapier, das ist ja so Top-Level, ja, Profi-Equipment sozusagen und super teuer verglichen mit anderen Papieren, aber das ist wirklich so eine mittelteure Variante, auf der Farbverläufe einfach super, super gut funktionieren. Deswegen nutze ich heute wieder mein Canson Aquarell 60% Gold und dann natürlich meinen Aquarellkasten. Ich muss mal gucken, die Deko muss jetzt leider weichen, weil sonst habe ich hier nicht genug Platz, um euch alles zu zeigen. Übrigens sind das Primeln, das ist ganz, ganz wichtig, und keine Stiefmütterchen. Da fängt schon mal das Einmaleins der Botanik an, das sind Primeln. Schaut sie euch ganz genau an, keine Stiefmütterchen. So, habt ihr schon mal was von Mutti gelernt heute? So, mein Papier, mein Aquarellkasten, da braucht ihr natürlich auch noch, ich kann es auch mal ein bisschen höher machen vielleicht erstmal, so, 2 Gläser Wasser. Entweder ihr benutzt eins für die kalten Farben und eins für die warmen, oder was ich mittlerweile immer öfter mache, ihr benutzt ein Wasserglas wirklich und lasst es immer frisch für kaltes, klares Wasser, für zum Beispiel Farbverläufe, und benutzt eins zum Auswaschen eurer Pinsel. Das wäre so meine aktuelle Empfehlung. Natürlich taucht am Ende des Tages auch nur ein Wasserglas. Pinsel, habe ich gesagt, benutze ich immer einen 6er-Rundpinsel, einen 2er-Rundpinsel. Bei uns natürlich erhältlich in diesem schicken Frau Hölle CI Klecks Design. Und ja, das war's. Mehr brauchen wir heute nicht, denn wir malen ja alles im sogenannten Loose Watercolor Stil. Und alles, was loose ist, wird
erstens nicht vorgezeichnet, das heißt, ihr braucht keinen Bleistift und auch kein Radiergummi und maximal abstrakt und reduziert gezeichnet. Genau das machen wir heute. Ich habe mir heute ein paar Models für euch rausgesucht. Wie gesagt, das sind ja diese hübschen Blumen, die wir heute einfach alle mal im Loose Watercolor Stil malen, weil ihr schon so ein bisschen sehen könnt, die alle die Farben enthalten. Ihr seht hier schon so ein bisschen das Bergblau, ihr seht hier auch das Violett, das Schminke-Violett, natürlich hier bei dem Gelb, das Zitronengelb. Ach ja, ich habe ganz vergessen, hier einmal alle Farben durchzugehen. Vielleicht machen wir das nochmal kurz, damit ihr auch wisst, was hier alles enthalten ist. Nämlich von, ach, das sieht man hier schon ganz gut, ne? Von Zitronengelb über Geranienrot. Und ja, ich muss gestehen, ich habe natürlich die Farben nach der Farbe ausgesucht, aber auch so ein bisschen nach den Farbnamen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass bei der Tropical Summer Edition auch ein Saftgrün mit dabei ist. Und mir war es super wichtig, dass das Saftgrün bei den saftigen Wiesen im Sommer dabei ist und das Maigrün, weil Mai, in der Spring Edition. Genauso wie das Zitronengelb, jetzt im Frühling, aber auch Geranienrot. Fast finde ich auch super in den Frühling. Magenta und auch Schminkeviolett mussten mit rein, weil was passt zu Magenta, hat die Katta vor einer Woche gemacht im gemeinsamen Einsam-Livestream. Ich habe es extra mal mitgenommen. Was sagt das Publikum? Bibi, hast du nicht mitgemalt? Doch, ich weiß, was sagt man da? Was war es nochmal? Magnolien, genau. Mir fällt der Name immer nicht ein von diesen Blumen. Magnolien, die Lieblingsblume von Katja, das seht ihr, ist wunderbar. Also Magenta ist der 1:1 nicht nur Telekom-Farbton, sondern auch Magnolien-Farbton. Und da seht ihr auch schon, bei der Magnolie habe ich auch das Maigrün verwendet. Und dann noch auf der anderen Seite da drüben das Sepia-Braun rötlich für den Stiel und so ein bisschen Siena gebrannt. Also absolute Magnolien-Farbgarantie hier bei Magenta. Mhm. Das war übrigens das, was die Katta vor einer Woche als kleines Projekt gemalt hat. Den Livestream findet ihr auch noch bei mir auf YouTube. Eine super, super schöne, kleine und easy peasy Aquarellsache mit Lettering für Frühlingsliebhaber wie mich. Dann haben wir Schminke Violett, weil Violett einfach auch eine Farbe ist, die in ganz vielen frühlingshaften Motiven enthalten ist. Und übrigens auch Lavendel, also auch was in den Sommer übergeht dann, kann sich super violett malen lassen. Maigrün hatten wir, Chromoxidgrün stumpf, hört sich total komisch an und nicht so sexy, aber ist ein super schöner und wirklich ganz stumpfer und matter grüner Farbton. Und die beiden gemischt ergeben auch nochmal ganz zauberhafte Zwischengrüntöne für saftige, grüne, blühende Wiesen und Wälder. Also ich bin absolut begeistert von diesem stumpfen, matten Grünton. Übrigens, wenn ihr diesen Grünton sehr, sehr viel mit Wasser quasi mischt und heller macht, habt ihr einen ähnlichen Ton wie grüne Erde. Ich hatte mir nämlich auch überlegt, grüne Erde mit reinzupacken in den Kasten. Ich glaube, irgendwo, genau, habe ich nämlich auch hier. Das war quasi mein Arbeitsblatt. Da habe ich mir die Farben zusammengesucht und ich glaube, das müsste ja eigentlich grüne Erde gewesen sein, was natürlich super gepasst hätte zur Blooming Spring Edition. Aber ihr seht auch hier, ach, meine Herangehensweise. 5, 1, 2 plus Wasser ist dann quasi meine mathematische Formel für Chromoxidgrün stumpf mit Wasser, ergibt quasi ein ähnliches Bild wie grüne Erde. Deswegen habe ich dann wieder darauf verzichtet, grüne Erde mit in den Kasten zu nehmen, weil ihr euch das ganz einfach selbst mit Wasser und Chromoxidgrün stumpf ermischen könnt. Aber grüne Erde, wer noch Platz hat in seinem Kasten, ihr habt ja in der Mitte immer noch so ein bisschen Platz. Grüne Erde ist ein zauberhafter Farbton und heißt auch so schön. Ja, Bergblau sagt auch der Name schon, nicht nur für Berge, sondern auch für blaue Himmel. Aber nicht nur, sondern auch für, ihr seht es hier, zum Beispiel blaue Veilchen, aber auch Stiefmütterchen, habe ich gefunden im Blau. Dann kommt ein Ton, den viele von euch, glaube ich, als Totofarbe mittlerweile bezeichnen. Jaune Brillant Tief. Aber die eigentliche Totofarbe ist in der Tropical Summer Edition enthalten, nämlich Neapelgelb. Neapelgelb und dieses Jaune Brillant Tief sind so die Toto-Farbtöne. Aber hier habe ich mir gedacht, dass gerade das Jaune Brillant Tief zusammen mit dem Neapelgelb rötlich und dem Siena gebrannt, diese drei Töne für Motive wie zum Beispiel Terrakotta-Blumentöpfe genutzt werden können. Das ist so das Motiv, was mir als erstes einfiel. Oder eben auch Erde, Blumenknollen, Blumenzwiebeln. Deswegen hier wirklich ganz viele erdige Töne, weil natürlich das Thema Frühling, Blühen und Erde auch zusammengehört. Alles, was blüht,
kommt auch unweigerlich irgendwie aus der Erde und deswegen habe ich hier auch ganz, ganz viele braune Farbnuancen mit reingepackt. Ebenso wie Sepia, braun-rötlich, das geht dann schon wirklich in die sehr dunkle Richtung, aber könnt ihr mit viel Wasser auch wirklich in ein richtig schönes Braun ziehen und es ist immer auch ein Schwarz enthalten, allein schon zum Abdecken aller grellen Farben. Und hier in dem Fall das Ivory Black, also wirklich eins meiner Lieblingsfarben, das Elfenbeinschwarz, ein richtig schön sattdeckendes Schwarz. Ja, summa summarum, das sind die 12 Farben. Da ist die Diskussion über grüne Erde. Ich guck mal, ich verpasse hier, glaube ich, schon wieder ganz, ganz viel. Nee, ne? Grüne Erde ist schlecht pigmentiert. Ja, schlecht pigmentiert kann man so nicht sagen, ist natürlich nur sehr viel schwächer pigmentiert, beziehungsweise besitzt eine größere Luminanz. Ist, glaube ich, nicht der richtige Fachbegriff. Auf jeden Fall ist es nicht so deckend von den Pigmenten her wie andere Farben. Deswegen wirkt grüne Erde schlecht pigmentiert. Es ist aber auf keinen Fall schlechtes Pigment in grüner Erde, sondern einfach eine andere Art von Pigmenten. Deswegen mischt euch einfach ein Fake grüne Erde mit Chromoxidgrün stumpf. So, jetzt sind wir die Farben hier auch mal durchgegangen und jetzt möchte ich wie immer bei diesen Livestreams mit den Seasons Collections versuchen, wirklich jede Farbe dieser 12 Farben in unseren Motiven einmal zu benutzen, damit ihr auch wirklich seht, was alles mit diesen Farben möglich ist. Genau, und Sabrina sagt es auch, man hat das Gefühl, ewig ein Näpfchen rumrühren zu müssen. Das ist eben genau der Grund. Es gibt so 3, 4, 5 Farben, unter anderem auch Potter's Pink, so heißt es, glaube ich. Auch ein wunderschönes Zartrosa Altrosé von Schminke und auch von anderen Herstellern, was genauso schlecht pigmentiert wirkt, aber eigentlich nur schwächer pigmentiert ist. Es ist nicht schlecht, es ist nur schwach. Und das kann man auch immer wunderbar für verschiedene Motive und Möglichkeiten einsetzen. Aber mir geht es da bei euch, also ich habe es auch lieber stark pigmentiert zu Beginn. Man kann es immer noch schwächer mischen. Und deswegen habe ich mich auch bei der Auswahl wirklich auf Pigmente entschieden und Farben von den insgesamt über 140 Horadam-Farben, was nicht so leicht war, die wirklich stark und hochpigmentiert sind. Genau, Potter's Pink. Ja, ja, wunderschön. Aber könnt ihr euch auch so halb zusammenmischen aus Magenta und ein bisschen Schwarz. Dann ist es ungefähr auch wie Potter's Pink. Oder ihr kauft es euch aber noch dazu. So, jetzt würde ich sagen, starten wir. Ich gucke mal, ob ich hier noch ein bisschen rankomme. Ihr wollt mir mal ganz genau auf die Finger schauen. So, also, ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem allerersten Motiv. Ich kann auch mich eigentlich wegmachen. So viel kann man heute von mir sowieso nicht sehen. Ich bin so klein da oben. Und dafür habe ich mir mal eins der sehr, sehr beliebten Motive rausgesucht im Frühling, nämlich, jetzt kommt die erste Lektion, das ist eine Narzisse. Muss mal kurz spicken. Es ist eine Narzisse und eine Unterform der Narzisse ist eine Osterglocke. Aha. Ich hoffe, hier sind keine Botaniker anwesend, aber ich habe das heute bei Google so recherchiert. Egal. Wir malen mal eine Osterglocke und ich zeige euch heute auch schon mal wirklich, wie ihr loose malen könnt. Es wird dazu dieses Jahr, so viel kann ich schon mal verraten, noch mehr Inhalte von mir geben, in welcher Form auch immer das sein kann, wird. Aber ihr wisst ja, ich liebe Loose Watercolor über alles und deswegen malen wir jetzt mal gemeinsam eine lose Osterglocke. Narzisse, richtig, ne? Da bekomme ich schon Zustimmungen. So, also wir lassen die Narzisse, die Osterglocke, ich weiß gar nicht, ob es eine Osterglocke ist, mal hier liegen, nebendran und versuchen diese Osterglocke wirklich mal loose umzusetzen. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich mich hier arrangiere und dir alles sehen können. Das ist nämlich gar nicht so leicht. So, ne? Da unten hört mein Tisch auf. Vielleicht können wir es ja so mal einfach hinlegen. Genau. So, also ganz kurz nochmal vorab, was ist das Wichtige bei Loose Watercolor? Wenn ihr Loose Watercolor malt, kommt es immer darauf an, dass ihr die Motive, die ihr malt, oder die Objekte, in dem Fall diese Osterglocke, wirklich reduziert, maximal abstrahiert, abbildet und euch überlegt, was ist die grundlegende Form dieses Motivs? Und was sind die grundlegenden Farben? Denn bei Loose Watercolor besteht alles wirklich nur aus den maßgebenden Formen und Farben. Ihr müsst nichts vorzeichnen, ihr müsst nichts realitätsgetreu und detailgetreu nachmalen oder abmalen oder irgendwie in verschiedenen Ebenen Layern malen. Wir arbeiten wirklich meistens nur in einer einzelnen Ebene, ganz viel mit dem Nass-in-Nass-Prinzip, also dass wir wirklich in nasse Farbflächen noch mehr Pigmente einbringen, um auch noch mehr Tiefe zu erzeugen und mehr Kontrast zu schaffen im Motiv.
Und das alles natürlich maximal schnell, sage ich mal. Schnell zum einen deswegen, damit man gar nicht so sehr ins Grübeln kommt und ins Detail vertiefen kommt. Also um sich selbst wirklich zu begrenzen, aber auch schnell, damit wir noch die Feuchtigkeit der Flächen benutzen können für wirklich schöne Farbverläufe. Also so viel nochmal an Theorie vorab. Und jetzt würde ich sagen, keine Osterglocke. Doch, Osterglocke. Ich nenne es einfach mal Osterglocke. Es ist vielleicht eine kleine Osterglocke. Eine kleine Narzisse oder sowas. Für meine Narzisse, ach ja genau, vorab noch ganz kurz benutze ich, boah, ich habe hier so einen Duft in der Nase von dieser Hyazinthe, das ist echt der Wahnsinn. So, ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, das mache ich mittlerweile, immer nachdem ich es bei der Cube gesehen habe, viele Grüße an Tanja, falls ihr zuschaut, haben wir nämlich auch bei uns im Shop den Blending, nicht Blending, Spray Mister von Tombow, benutzen, um eure Farben zu aktivieren. Oder ihr benutzt einfach euren Pinsel, um die Farben zu aktivieren, aber was super praktisch ist, wenn ihr einfach mit dem Spray Mister so ein paar Mal da reinsprüht, weil dann lösen sich die Pigmente schon langsam von selber. Ihr müsst nicht erst rumrühren. Wenn ihr jetzt um 30, 40 Sekunden wartet, dann sind die Pigmente quasi wirklich so, dass ihr sie schon benutzen könnt und nicht erst noch anrühren müsst sozusagen. So, für meine Osterglocke benutze ich jetzt natürlich als allererstes mal das Lemon Yellow, also das Zitronengelb. Ich muss jetzt mal so ein bisschen gucken, wie ich mich hier arrangiere. So vielleicht, ne? So. Wir benutzen also auf jeden Fall das Zitronengelb. Dann, ihr seht hier, das ist noch so ein bisschen orange. Auch orange ist zwar nicht mit enthalten in der Spring Edition, aber ihr könnt natürlich aus dem Rot und dem Gelb, hier oben ist gemacht, so ein bisschen orange mischen, damit ihr noch so eine orangene Nuance auch habt für eure Osterglocke. So, dann seht ihr auch hier schon ganz schön den grünen Stiel von der Osterglocke. Dafür nehme ich natürlich das sehr, sehr grüne, hellgrüne Maigrün, aber auch noch so ein bisschen das Chromoxidgrün Stumpf, denn das ist auch noch ein Prinzip bei Loose Watercolor, dass ihr wirklich Farben nicht nur in verschiedenen Helligkeitsabstufungen malt und benutzt für Farbverläufe, sondern auch verschiedene Farbwerte benutzt, um einfach noch mehr Spannung in euer Motiv reinzubringen. Da seht ihr auch schon wirklich die Qualität wieder von den Horalam-Farben, die sind einfach super deckend. Super hochpigmentiert und einfach super, super schön. So, und dann seht ihr hier unten bei meiner Osterglocke auch noch diese Knolle. Und das meinte ich damit, dass ihr wirklich hier diesen fässerdunklen Braunton, das Sepia-Braun-Rötlich, nutzen könnt. Ich muss immer spicken, wie die Namen heißen, weil ich bei 48 Farben doch öfter mal miteinander komme. Um später, ihr seht, es wirkt fast schon schwarz, aber es ist eigentlich wirklich eher so ein Braun. Um damit dann später unten hier noch so ein bisschen die Knolle anzudeuten an unserer Osterglocke. So, aber jetzt kümmern wir uns erstmal von oben nach unten um unsere Osterglocke und Narzisse. Also, wir beginnen wirklich oben mit diesem Kelch und ich hatte ja gesagt, achtet auf die Form und auf die Farbe. Die Farben haben wir jetzt schon ausgewählt aus unserer Blooming Spring Edition für die Osterglocke. Die Form ist ganz, ganz leicht. Bei dieser Osterglocke seht ihr hier vorne mal so ein bisschen angedeutet die Trompete. Und hier hinten noch die anderen Blütenblätter. Und ihr versucht einfach das, was ihr wirklich hier seht mit euren Augen, maximal abstrakt und einfach auf einfachste reduziert auf dem Papier abzubilden. Und ganz wichtig, nicht zu viel nachzudenken. So, jetzt machen wir einfach mal gemeinsam drauf los. Also, wir gehen als erstes mal rein in unser Lemon Yellow, in das Zitronengelb. Ich hoffe, ihr kommt alle mit. Jetzt geht's los. Das Braun heißt Sepia-Braun-Rötlich, das ganz, ganz dunkelbraun da drüben. So, jetzt malen wir zuallererst mal wirklich diese kleinen Blüten, die da oben wie so eine kleine Trompete abstehen und wickeln. Ich versuche jetzt wirklich meine Osterglocke so zu malen. Ich male es mal so, damit ihr es sehen könnt. Also, hier oben. Und drückt wirklich mit dem Rundpinsel, habe ich den 6er Rundpinsel in der Hand, nur so ein bisschen auf. So, und versucht wirklich maximal abstrakt hier einfach diese Trompetenform abzubilden. Dann wechselt auch mal wirklich zwischendrin zwischen den Farben und nehmt da mal so ein bisschen ein angemischtes Orange. Ihr könnt auch einfach bei dem Gelb bleiben. Ich hatte ja gesagt, ihr könnt die Motive auch wirklich ungemischt malen. Und malt dann hier wirklich ganz, ganz abstrakt. Hier drüben sehen wir noch diese Trompetenform ab. Dazwischen den Pinsel aber wieder auswaschen, um dem ganzen Motiv Tiefe zu geben, indem ihr einfach mal weniger Pigmente aufs Papier bringt. Ich kann euch auch mal noch ein bisschen ranzoomen. Dann sieht es da vielleicht noch ein bisschen
besser in dem Moment. Denn ganz wichtig sind wirklich immer diese Farbverläufe, die einfach dem ganzen Motiv ganz, ganz viel Spannung mitgeben. Jetzt haben wir also diesen linken Bereich der Osterglocke gemalt und jetzt malen wir den rechten Bereich da drüben und die Blätter und denkt wirklich einfach immer abstrakt. Ihr müsst hier nichts eins zu eins abbilden, den Pinsel wieder auswaschen. Einfach alles, was ihr seht, maximal abstrakt auf dem Blatt Papier abbilden. Hier ist noch das eine Blatt, das so ein bisschen absteht. Da drüben sind noch die Blätter. So. Das war es auch eigentlich schon. Mehr braucht ihr nicht, um diese Osterglocke zu malen. Ihr seht hier schon, wie sich so ein bisschen die Tiefe ergibt. Wenn es euch nicht tief genug ist, könnt ihr nochmal nach, solange das Ganze noch feucht ist, Pigmente eintupfen. Hier zum Beispiel noch ein paar orangene Pigmente, hier für unsere kleine Trompete in der Mitte. Oder hier unten nochmal so ein bisschen das Ganze einfach noch mehr an Tiefe gewinnt. Und ihr seht, wie maximal abstrakt diese Osterglocke bei mir wirklich ist. Solange das Ganze dann noch feucht ist, gehe ich jetzt in mein Maigrün und fange schon mal an, hier drüben wirklich auch diesen Stiel mit anzudeuten. Und hier, wenn die Flächen noch feucht sind, könnt ihr wirklich auch, ihr seht es hier, wieder ganz, ganz, ganz toll und einfache Farbverläufe erzielen. Weil hier kommt jetzt das Grün wirklich so ein bisschen in unsere Blüte mit rein und macht das Ganze eigentlich zu einem Motiv, weil das Ganze wirklich verschmilzt. Dann geht es hier weiter unten, weiter mit dem Stiel. Auch den deute ich einfach nur so ein bisschen an, mit leichten, auch losen und vor allem lockeren Strichen. Dann wird mein Stiel so ein bisschen dunkelgrüner. Deswegen nehme ich jetzt auch wirklich was von dem, da drüben kann man es gar nicht mehr sehen, von dem Chromoxidgrün auf meinem Pinsel. Und gehe hier unten mit dem Dunkelgrün einfach ein bisschen weiter nach unten. Jetzt zeige ich euch mal, wie es da unten weitergeht. So. Und dann kommen nämlich hier auch schon die Blätter. Und auch die Blätter von dieser Osterglocke male ich maximal abstrakt. Ihr seht, die sind hier immer so ein bisschen, ich glaube hier, diese Ansicht nehmen wir jetzt mal, die sind hier so ein bisschen nach oben gebogen. Das heißt, die drücke ich wirklich auf mit meinem 6er-Pinsel, um diese dicke, bauchige Form zu schaffen. Oben lasse ich den Pinsel wieder los und den Druck nehme ich wieder runter, damit ich diese Spitze hier oben schaffe und habe das in dem Chromoxidgrün stumpf ganz, ganz schnell und leicht mit einem einzigen Pinselstrich ohne Vorzeichnen gemalt. Da drüben Pinsel wieder auswaschen zwischendrin mal. Wenig Pigmente auf den Pinsel, könnt ihr auch noch ein Blatt malen. Ganz genauso leicht und einfach, das ist quasi dieses Blatt hier. Das in der Mitte könnt ihr, wenn ihr wollt, auch noch ergänzen. Das ist quasi so ein Mittelblatt und fertig. Hier unten geht das Ganze dann noch so ein bisschen weiter. Ihr seht wirklich, wie schnell ich hier unterwegs bin. Wenn euch irgendwas nicht dunkel genug ist, dann solange das Ganze noch feucht ist, Pigmente aufnehmen und hier zum Beispiel nochmal am Rand mit eintupfen für so ein bisschen mehr Kontrast. Ihr seht auch hier, ist ja eher so die Schattenkante von dem Ganzen. Und dann, ich muss mal so ein bisschen Platz machen, geht es nämlich schon weiter runter zu unserer Knolle. Pinsel wieder auswaschen. Und dann nehme ich mir jetzt mal das Sepia-Braun-Rötlich, also wirklich das ganz, ganz hier dunkle Braun auf meinem Pinsel. Und auch hier bei der Knolle male ich maximal abstrakt. Also ich fange erstmal wieder an und näher mich hier wirklich der Form an. Die Knolle ist ja eigentlich nur eine Rundung nach unten. Hier oben ist quasi der Ansatz. Und auf der rechten Seite mache ich jetzt quasi meinen Knollenbauch von der Zwiebel, die hier drin steckt. Dann mache ich den Pinsel aus, beziehungsweise dippe ihn 2-3 Mal in mein Wasserglas, habe hier aber noch wirklich einen Pinsel, der feucht ist, also nicht trocken, damit ich hier in der Mitte der Knolle einfach noch so ein bisschen diese, ja, ich simuliere das hier nur wirklich ganz abstrakt, ihr seht es hier, diese Knollenstruktur malen kann. Pinsel nochmal auswaschen, mit dem Ziel, dass sie hier auch so ein bisschen Räumlichkeit schafft. Ne? Also hier ist natürlich immer die Schattenkante, hier drüben ist die helle Kante. Und so habt ihr wirklich auch ganz, ganz, ganz leicht und ihr habt es gesehen, in 3 Sekunden eure Knolle an eurer Loose Watercolor Osterglocke hingemalt. Mehr müsst ihr nicht machen. Das Wichtigste und Schwierigste am Loose Watercolor Malen ist wirklich, das habe ich auch in den Workshops immer gesagt, Vertrauen in die Pigmente und ins Papier zu haben und die einfach arbeiten und machen zu lassen.
Das ist jetzt schon fertig. Mehr müsst ihr nicht machen. Ihr müsst hier nicht noch irgendwie nachfrickeln, Details hinzufügen. Ihr müsst hier keine kleinen, diese ganzen kleinen Dinger da unten, die müsst ihr hier nicht einzeichnen, solange ihr loose malt. Das ist das Schöne. Ihr könnt wirklich in 0,0 ein Motiv erschaffen. Fasse ich alle mal kurz ausatmen und hoffe, dass ihr alle noch mit dabei seid. Die Vini schaut auch schon ganz angestrengt. Konzentrieren. Mein einziger Live-Gast heute. Aber ich hoffe, dass ihr, also wie gesagt, es gibt noch ganz, ganz viele Inhalte dieses Jahr zu dem Thema Loose Watercolor, weil ich weiß, dass ihr genauso angefixt seid von diesem Thema wie ich und irgendwie etwas vorzuzeichnen und dann in verschiedenen Ebenen zu malen, ist einfach überhaupt nicht mein Ding, ist nicht mein Stil und ich bin einfach ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Deswegen ist Loose einfach voll meine Sache und deswegen wird es dieses Jahr auch noch einige Inhalte davon geben. Hier, bei mir. Auf jeden Fall auch live. So, wir haben jetzt also schon 1, 2, 3, 4 der 12 Farben für unsere kleine Osterglocke verwendet. Jetzt könnt ihr nochmal gucken. Ich kann ja auch ein bisschen rauszoomen. Dann seht ihr nochmal wirklich 1 zu 1 hier unsere loose Variante von der Osterglocke. Schon schön, ne? So könnt ihr wirklich ein Motiv 1 zu 1 in, was haben wir jetzt gebraucht? 5 Minuten mit Reden, 10 Minuten Motiv malen. So, als zweites Motiv habe ich mir für euch etwas überlegt, was ich jetzt gar nicht mit dabei habe, aber was ihr sicherlich auch alle schon kennt und mal gesehen habt, nämlich Mohnblumen. Mohnblumen lassen sich nämlich, ich muss hier ein bisschen ran, klappt ja ganz gut hier mit dem Zoom, ne? Mohnblumen lassen sich mit diesem wunderschönen Geranienrot malen, das nehmen wir dafür, die Mohnblumen. Gucken, ich das jetzt hier mal. Ich bin immer noch nicht so wirklich happy mit meiner Arbeitsplatzaufteilung. Ich komme mir immer noch so ein bisschen doof vor. Jetzt steht das wieder im Weg. Ich bin immer gehandicapt hier, obwohl ich schon so viel Platz habe und noch im Querformat bin. Aber trotzdem bin ich immer gehandicapt hier. Also, für unsere Mohnblumen haben wir auf jeden Fall das Geranienrot hier. Und dann brauchen wir natürlich auch wieder unser Grün. Das male ich mir jetzt nicht mit auf. Chromoxidgrün und auch das andere Grün, das Maigrün für den Stiel. Aber natürlich auch das Schwarz, das Elfenbeinschwarz, weil die Mohnblumen ja alle so einen schwarzen, weiß gar nicht, Stempel. Heißt das bei Mohnblumen auch Stempel in der Mitte haben? Schon, ne? Vini sagt ja. Die Vini kennt sich aus. Die ist unsere Grünpflanzenbeauftragte im Studio. So. So, und jetzt malen wir einfach mal easy peasy und ganz, ganz schnell von 5 Minuten Mohnblümchen, oder? Ist nämlich auch überhaupt nicht schwer. Ich versuche mal, ob es besser ist, wenn ich das hier so ein bisschen arrangiere, vielleicht für mich. So. Also, auch Mohnblumen. Da beginne ich auch mit... Seht ihr wieder meinen Kasten nicht, ne? Ich muss mir noch irgendwie den Arbeitsplatz organisieren. Beginnt mit dem Rot bei den Mohnblumen. Also ich arbeite nur mit dem Rot jetzt. Mit dem Rot auf dem Pinsel und dem Wasser im Wasserglas. Da gehe ich nämlich hin, weil ich glaube, für mich ist das im Nahen schon ein bisschen besser zu sehen. Ne? Und auch bei der Mohnblume male ich jetzt wirklich ganz abstrakt meine Blütenblätter von der Mohnblume. Und wenn ich jetzt so viele Pigmente habe, könnt ihr immer ins Wasser reingehen und die Pigmente ein bisschen lösen auf dem Pinsel. Und habe dann wirklich hier ein bisschen eine hellere Farbe auf dem Pinsel. Die Blätter der Mohnblume sind ja so ein bisschen gebogen. Jetzt habe ich ein bisschen viel Wasser hier auf dem Pinsel drauf. Na? So. Gucken. Bisschen gebogen. Wollte ich sagen, auf der Mohnblume. Und ihr könnt natürlich auch mal Blätter, die im Hintergrund sind von der Mohnblume, so ein bisschen andeuten, sozusagen als zweite Ebene der Mohnblume. Und natürlich auch hier, solange alles noch feucht ist, bei mir ist ein bisschen zu feucht, das Ganze noch mit mehr Pigmenten beladen und ergänzen. Also nochmal rein ins Rot. Der Kasten muss nicht mit dem Bild sein, wenn du den Namen dazu sagst. Das ist ja schon mal eine gute Idee. Gut. Ich gucke mal, ob ich hier dann noch zurechtkomme. Also Mohnblumenblätter sind ja immer so sehr, sehr waberig von den Formen. Versucht auch hier einfach wirklich im losen Stil
diese Form der Mohnblumenblätter ganz, ganz einfach und abstrakt abzubilden. Ihr seht, ich male ja auch nur ganz, ganz, ich sage jetzt mal, barbarisch in losen Formen diese Mohnblumenblüten, um das wirklich abstrakt darzustellen. Und ganz, ganz wichtig ist dann, ich male noch eine zweite Blüte hin, hier. Hier benutze ich erst wenig Pigmente, dann gehe ich in mein Geranienrot rein und dann kommen noch mehr Pigmente hinzu. Da male ich noch eine kleinere Mohnblume und Blüte von der Seite. Und ihr seht wirklich, wie, ich habe keine, vor mir keine Mohnblume. Ich glaube nur so ungefähr, ganz abstrakt so, schauen Mohnblumen aus. Hier sind noch so ein paar Blütenblätter, die unten so ein bisschen abstehen. Das Wichtigste am Mohnblumen ist ja dann eben der schwarze Stempel, wenn der Stempel heißt. Und dafür nehme ich jetzt mal meinen Zweierpinsel, der ist ein bisschen kleiner, und gehe ins Schwarz. Und dann könnt ihr hier wirklich das Schwarz, solange das Ganze noch feucht ist, einfach eintupfen an der Stelle. Und wenn es dann eben noch schön feucht ist, dann habt ihr auch hier diesen wunderschönen farbexplodierenden Verlauf zwischen dem Rot der Mohnblume und dem Schwarz des Stempels. Und das Schöne ist eben an Loose Watercolor, allein durch diese Form- und Farbgebung habt ihr das Gefühl einer Mohnblume, obwohl es hoch abstrakt ist. Also wie gesagt, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, aber irgendwie so. Die Blätter sind auf jeden Fall nicht zackig und nicht irgendwie eckig. Und alleine das macht die Mohnblume schon zur Mohnblume. Und auch dann könnt ihr wieder mit dem Chromoxidgrün und dem Maigrün arbeiten und auch mal eine Mischung daraus machen. Und hier, indem ihr den Rundpinsel wirklich ganz senkrecht haltet, wieder so kleine Dünne. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch zum Beispiel, die Osterglocke hat einen sehr, sehr dicken Stiel und die Mohnblume hat einen eher dünneren Stiel. Hier noch mit dazu machen. Und natürlich kommen dann auch noch Blätter mit hinzu. Und die Blütenblätter der Mohnblumen, die sind auch anders als bei den Narzissen. Die sind nämlich eher so geriffelt. Hat mir zumindest auch Google gezeigt. Ich habe vorhin zumindest mal eine Mohnblume gegoogelt, damit ich nicht ganz so lost bin. Dann habe ich wieder mein Maigrün auf dem Pinsel und auch mit dem Maigrün ziehe ich mir hier drüben einfach wirklich, ihr seht, ich drücke hier so ein bisschen auf, aber wirklich ganz, ganz abstrakte Blätter einfach. Die schauen wahrscheinlich auch nicht so aus wie die echten Blätter in der Natur. Und solange dieses Blatt hier noch feucht ist, kann ich auch hier wieder mit meinem Chromoxidgrün reingehen und hier noch ein bisschen was Dunkleres einfach eintupfen. Oder ich wasche den Pinsel nochmal komplett aus, bis auf ein paar Pigmente, die jetzt hier drauf sind, und kann dann zum Beispiel auch nochmal hier unten ein kleines Blatt mit ergänzen. Oder ihr könnt hier unten natürlich auch mit den Grüntönen noch so eine Art Wiese ergänzen, um zu simulieren, dass das quasi ja wirklich aus dem Boden heraus wächst, das Ganze, und habt hier easy peasy in 0,6 Mohnblumen abstrakt gemalt. Muss man ganz normale Farben auch immer aktivieren? Kennt es nur vom Gold? Na, aktivieren müsst ihr eigentlich alle Farben. Also gerade die Farben in den halben Näpfchen sind ja alle trocken, die Aquarellfarben. Das heißt, ihr müsst sie alle erstmal aktivieren, um sie danach zu aquarellieren. So rum. Die sind ja trocken. Bei den ganzen Pigmenten, die metallische Pigmente enthalten, also Gold und Silber, wie in der Magical Winter Edition, müsst ihr nur mehr Einwirkzeit einfach abwarten, bis sich die Pigmente lösen. Aber aktivieren müsst ihr sie alle. Mohnblume hat zu viel Schwarz aufgesaugt. Ja, das ist so ein bisschen immer, bei mir seht ihr es ja auch, da passiert noch sehr, sehr viel in meiner Mohnblume. Da war es vielleicht auch ein bisschen zu viel Schwarz oder eben noch zu feucht. Aber am Ende des Tages ist das bei Loose Watercolor auch total egal. Weil ihr seht, auch gerade von Weitem wirkt es alleine durch die ungefähre Form und durch die Farbe nicht wie eine Osterglocke, sondern eben wirklich wie eine Mohnblume. Und das ist der ganze Trick dabei. Noch viel einfacher geht es aber tatsächlich gerade für Anfänger, wenn man ein Objekt, ein Motiv, ein Model vor Augen hat, und beim nächsten haben wir das auch wieder, und dann wirklich das, was ihr vor euch seht, abstrakt aufs Bild
packen könnt. Das ist viel leichter, als irgendwie aus der Erinnerung und aus der Vorstellung heraus etwas abzumalen. Also ich kann euch nur empfehlen, sucht euch Bilder von Blumen auf Pinterest oder kauft euch Blumen. Das ist der schönste Grund, um sich Blumen zu kaufen, um sie abzumalen, damit ihr sie dann wirklich in der Loose Watercolor Technik abmalen könnt. Das ist leichter, als einfach so aus dem Gedächtnis was zu malen. Für die nächste Blume habe ich mir nämlich wieder ein Model besorgt und das ist das hier. Und das ist eine... Was ist das? Eine Hyazinthe. Eine Hyazinthe, die so wunderbar krass duftet. Boah, die duftet mich hier die ganze Zeit schon an. Oh, und die macht mich auch hier schon lila, meine Hyazinthe. Also Hyazinthen sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie färben und sie duften. Wie ich gerade merke. Aber man kann sie super schön und auch easy peasy malen. Und genau das machen wir jetzt. Die male ich jetzt mal hier unten hin, die Hyazinthe. Dann haben wir hier noch Platz für die vierte Blume. Genau. Und für die Hyazinthe, die gibt es in vielen verschiedenen Farben. Nehme ich jetzt mal mein Schminke Violett. Mit dem arbeite ich jetzt mal, weil was ich hier eigentlich habe, ihr seht es gleich, ich trage erstmal meinen Swatch, meinen Farbswatch von Schminke Violett auf, hier unten. Das ist das Schminke Violett und aber auch von Magenta. Und dann seht ihr nämlich, dass meine Hyazinthe eigentlich eine Mischung daraus ist. Solltet ihr Fragen haben oder nicht hinterherkommen, dann könnt ihr übrigens den Livestream stoppen. Solltet ihr Fragen haben, stellt die unbedingt. Vanessa stellt sich die Hyazinthe sehr schwierig vor zu malen. Nee, die ist sowas von leicht und das Ergebnis ist sowas von geil, das kann ich euch versprechen. So, jetzt seht ihr, ich halte mal ein bisschen näher. Wenn ihr Farben habt, die ihr wirklich ermischen wollt, dann könnt ihr auch einfach hier so ein bisschen gucken, wie schaut es denn aus. Und meine Hyazinthe ist wirklich eine Mischfarbe aus dem Schminke Violett, das ist jetzt sehr, sehr dunkel, und dem Magenta aus meiner Blooming Spring Edition. Also würde ich jetzt auch beide Farben einfach mal verwenden für meine Hyazinthe und natürlich auch wieder meine Grüntöne. Und hier unten seht ihr auch wieder diese Knolle, also auch wieder wirklich in der Farbgebung nach unten hier, wie bei meiner Osterglocke. Ich zoome jetzt wieder ein bisschen näher ran, damit ihr es besser sehen könnt und sage euch aber dazu, welche Farben ich dafür benutze. Boah, ich mache hier einen Dreck. So, ich lege das Ganze mal wieder. Ich versuche es zumindest mal so ein bisschen hier abzulegen. So, und jetzt können wir sie malen, die Hyazinthe. Also, wir beginnen bei der Hyazinthe, auch wie bei der Osterglocke, oben mit den Blüten und wandern dann von oben nach unten bis zur Knolle, hier in der Mitte. Okay? Let's go! Nehmt auf euren Pinsel erstmal wirklich 100% Farbe von Schminke Violett, also von diesem oberen Farbton. Ding, 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 ding. Der ist jetzt hier drauf. Und auch hier seht ihr wieder, schaut euch zuerst die Form an. Wir beginnen jetzt wirklich hier oben. Und die Form von diesen kleinen Hyazinthenblüten sind ja auch wieder so kleine Trichter. Wenn ihr es von der Seite mal anschaut, hier seht ihr es ganz gut, ist wieder so eine kleine Trompete, so ein kleiner Trichter. Und die einzelnen Blütenblätter sind eigentlich wieder nur wie so kleine Tupfer. Also drücken wir bei den Blättern wieder wirklich nur mit dem Pinsel, den habe ich hier wieder Rundpinselgröße 6 auf, und dann haben wir schon das Ganze abstrakt abgebildet. Mehr ist es nicht. Also, in unser Schminke wieder rein. Wir beginnen hier oben und malen jetzt einfach mal die Hyazinthe. So, ich beginne ungefähr auf derselben Höhe, dann könnt ihr es wirklich 1:1 verfolgen. Hier ist die erste Blüte, schupp, da oben. Dann wasche ich den Pinsel wieder ein bisschen aus. Denkt immer an die Kontraste in euren Motiven, die sorgen wirklich für Spannung. Da drüben kommt die zweite Trompete, die bekommt hier unten. Dann ist hier noch und da noch und da noch ein paar Blütenblätter. Und dann verschwimmt es vielleicht miteinander. Jetzt könnt ihr mal in euer Magenta wechseln, um auch noch mehr Spannung ins Motiv reinzubringen. Und arbeitet auf der anderen Seite weiter. Und ihr seht, ich tupfe hier wirklich einfach mit meinem Pinsel. Und mit diesen Tupfen erziele ich diese ganz, ganz kleinen Blütenblätter. Und ganz wichtig, dazwischen immer mal wieder Farbverläufe einbringen. Nass in nass. Pinsel wieder auswaschen. Dann geht es da drüben wieder weiter und hier mache ich auch noch ein paar Trompeten. Hier ist noch meine große Trompete. Wieder auswaschen den Pinsel. Da habe ich noch Blütenblätter nach oben, zur Seite, nach unten. Die
die ich ganz, ganz abstrakt hier einfach abbilde. Ihr seht, ich arbeite mich wirklich, jetzt gehe ich wieder in mein Schminke-Violett rein, ganz, ganz abstrakt, ich wiederhole mich, von links nach rechts, hier ist noch eins, wieder auswaschen, hier ist die Trompete, abtupfen. Und hier habe ich noch so ein bisschen in der Mitte die Trompeten mit drin. Und das Schönste ist immer, wenn dann die Farbverläufe dazwischen entstehen. Ich habe auch noch so ein paar, da in der Mitte sind noch ein paar. Also ich mache das eigentlich im Realen viel, viel schneller. Ich mache das gerade jetzt nur, weil ich so viel laber, so langsam. Ich glaube, ihr könnt ganz gut hoffentlich nachvollziehen. Hier unten ist auch noch eine drin. Da ist wieder unten diese Trompete. Pinsel wieder auswaschen, also den Pinsel auswaschen bzw. ins Wasser halten und die Pigmente davon abnehmen oder auch mal in andere Pigmente gehen, ist wirklich so ein bisschen einfach die Kunst. Hier steht so ein bisschen was einfach weg. Und dazwischen können wir dann auch einfach noch ein paar Pigmente einbringen für mehr Kontraste. Habe ich irgendwann noch Pigmente vergessen? Nee, und selbst wenn schon, hier sind noch ein paar Blätter. Da können wir noch ein paar einbringen. Wenn es euch dann noch nicht taugt, dann könnt ihr wirklich, solange das Ganze noch feucht ist, mehr Pigmente, was hier ein Dreck, eintupfen. Zum Beispiel nochmal ins Magenta reingehen, hier nochmal Magenta reintupfen, hier unten nochmal Magenta reintupfen. Und das Schöne mit dem Rundpinsel ist eben gerade im Loose Watercolor, dass ihr ganz, ganz viele Blütenblätter eben auch schon alleine mit dem Druck auf den Pinsel malen und gestalten könnt. So. Eigentlich ist es nämlich nur ein Drücken auf den Pinsel, mehr nicht. Um jetzt hier noch so ein bisschen die Lücken zu schließen, gehe ich nochmal mit dem Pinsel ins Wasser und fülle noch so ein bisschen die Lücken. Genau, damit das wirklich 1:1 eben sehr, sehr abstrakt diese Hyazinthenform ist. So, und jetzt gehen wir auch schon weiter. Jetzt haben wir schon die Hyazinthenblüte oben mit den Blättern. Und auch hier seht ihr die Blätter. Da benutze ich jetzt wieder das Chromoxidgrün stumpf dafür. Erstmal meinen Pinsel voll Farbe. Und ziehe hier wirklich von unten nach oben, auch wieder mit Druck auf den Pinsel, dieses große, dicke Blatt. Erstmal die linke Seite von dem Blatt. Also wirklich hier so ungefähr. Dann nehme ich den Pinsel wieder ins Wasser. Ich ziehe das Ganze hier weiter nach oben und hier ist dann quasi auch die Ecke. Wasche den Pinsel wieder aus, damit ich hier auf der anderen Seite wirklich eine hellere Farbnuance habe. Hier habe ich wieder meinen spannenden Farbverlauf dazwischen. Kann auch noch mit dem Pinsel so ein bisschen ins Maigrün reingehen, um auch nicht nur einen hell-dunkel Kontrast und Farbverlauf zu erzielen, sondern auch hier oben ist es ja auch ein bisschen grüner. In meinem Model auch noch einen Farb-Farb-Kontrast. Also hier auch noch mit den Farben einfach ein bisschen zu spielen und zu variieren. Und genau dasselbe mache ich nämlich auch für die anderen Blätter. Hier noch mit dem Grün. Da in der Mitte ist auch noch so ein bisschen Grün. Das könnt ihr auch noch mit einfügen. Und auch wenn eure Hyazinthe noch feucht ist, dann ergeben sich auch hier in der Mitte super spannende Farbkontraste noch. Dann hier auf der linken Seite. Haben wir auch noch so ein abgeknicktes Blatt. Also es ist das Schwierigste an Loose Watercolor ist eigentlich, sich nicht in den Details zu verlieren und maximal schnell zu malen. So, aber es macht maximal viel Spaß, das kann ich euch versprechen. Wenn ihr mal so ein bisschen drin seid in dieser Denke, dann macht es wahnsinnig viel Spaß. So. Mehr würde ich eigentlich nicht bei meinen Blättern malen. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch so ein bisschen, ihr seht hier so ein bisschen die Struktur von dem Blatt, das ist so ein bisschen gestrichen. Ja, oder ja, sind so ein bisschen Streifen drauf dem Blatt. Das malen wir jetzt nicht wirklich, ich mache hier einen Trick im Detail, aber ihr könnt mit einem feinen Pinsel und in dem Grün, in dem Chromoxidgrün, da gehe ich jetzt wieder rein, hier zum Beispiel, solange es noch so ein bisschen feucht ist, wirklich nur so ein paar ganz, ganz feine Linien andeuten. Müsst ihr auch gar nicht so viel Grün drauf machen. Da könnt ihr auch so einen ganz, ganz hellen Grünton einfach nehmen. Das ist aber schon das Maximale der Gefühle. Also hier wirklich einfach so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und auch hier das
maximale der Gefühle bei Loose Watercolor. Also das ist wirklich nicht als eigene Ebene, als nass auf trocken zu verstehen, sondern nur als so ein bisschen Struktur reinzubringen. Seht ihr? Minimal. Dann nutzen wir aus, dass hier unten noch so ein bisschen feucht ist und malen da unten auch noch die Knolle mit hin. Wieder mit dem Sepia-Braun-Rötlich aus dem Kasten, also dem dunklen Braun neben dem Schwarz. Und auch hier male ich zuerst wieder so ein bisschen Knollen da oben, wo sie beginnt. Tupfe hier so ein bisschen. Und dann auf der einen Seite ist wieder quasi der Schatten von meiner Knolle. Da male ich wieder 100% Farbpigmente, wasche den Pinsel aus, 1, 2, 3 Mal. Dann fülle ich die Knolle wieder. Hier ist noch so ein Glanzpunkt, den nehme ich mal mit. Ganz abstrakt natürlich. Und fülle das Ganze noch auf der linken Seite. Da unten ist mein Blatt zu Ende, ist aber auch egal. Weil mehr wollte ich eh nicht mehr dazu malen. So. Die rechte Seite war, wie gesagt, mein Schatten. Und die richtigen Aquarellmaler würden jetzt nicht sagen, oh, das ist ja total komisch, weil auf dem Blatt ist links der Schatten und da ist das Licht und hier ist rechts der Schatten und da ist das Licht. Aber auch sowas ist bei Loose Watercolor eigentlich gar nicht so relevant. Also all diese Regeln, die man sonst immer beachtet, auch beim Urban Sketching, wo ist das Licht, die sind eigentlich, und das ist das Schöne, deswegen mag ich es eben so sehr, gar nicht so relevant bei Loose Watercolor. Zumindest achtet man da nicht so sehr drauf. Ihr könnt auch noch ein bisschen, um hier unten nicht nur wieder Hell-Dunkel-Kontrast zu haben, sondern auch Farb-Farb-Kontrast, etwas von dem Siena gebrannt eintupfen. Ganz vorsichtig von diesem rötlichen Braun. Dann habt ihr hier in der Knolle auch einfach nochmal so ein bisschen eine organischere und natürlichere Farbgebung, weil natürlich alles, was in der Natur ist, besteht immer aus mehreren Farben und nicht nur aus einer Farbe. Und einfach noch so ein bisschen eintupfen, ihr seht auch dann sofort, was im Auge beginnt. Das Ganze wird viel natürlicher und spannender, alleine dadurch, dass wir hier noch mehr Farbkontraste haben in der Knolle. Ja, und dann seht ihr auch hier wieder, wie wir es in fast 0,x geschafft haben, diese Hyazinthe abstrakt abzubilden. Ach, die riecht und riecht und riecht. So, ich mache mal kurz ein bisschen sauber und dann kommen wir ins große Finale des heutigen Abends. Ich habe ja später angefangen, das heißt, ich darf ein bisschen länger machen. So, einfach mal auf den Boden. Ich kann euch noch mal kurz zeigen, was wir schon alles geschaffen haben. So, unsere kleine Loose Watercolor Landschaft. Denn jetzt, ich trinke mal kurz einen Schluck und gucke mal, ob es irgendwelche Fragen gibt. Hm? Hm? Habe ich Fragen verpasst, Vini? Ja. Die Vini malt ganz fleißig. Ich glaube, die Vini hat sich gar nicht mehr Fragen. Ich gucke mal kurz. Ansonsten beantworte ich Fragen auch gerne noch später. Die bleiben alle auch gespeichert. Ich blümel der Zünte, glaube ich, morgen auch mal nach. Na, unbedingt. Was euch heute nicht mehr irgendwie taugt, könnt ihr morgen auf jeden Fall nochmal nachmachen. Das ist alles gespeichert. Und ja, liebe Katharina, die Farbverläufe machen ist ganz besonders. Also Loose Watercolor funktioniert, wie gesagt, ich wiederhole mich, nur durch Farbverläufe. Licht und Schatten und Kontrastgebung. Nun, dadurch funktioniert das Ganze. Und ihr seht auch jetzt hier so ein bisschen die Struktur, die wir gebracht haben, aber wirklich nur ganz, ganz leicht. In anderen Aquarelltechniken würde man jetzt hier warten, bis es trocken ist und dann nochmal in der zweiten Schicht, eben dann wirklich nass auf trocken, arbeiten in der sogenannten Lasur-Methode und nochmal mehr Tiefe schaffen und mehr Plastizität schaffen. Aber so geduldig bin ich nicht. So, jetzt das große Finale. Ich habe hier noch so ein bisschen Platz, deswegen muss ich es ein bisschen kleiner machen, mein Finale. Meine, und jetzt kommt's. Hoppala, mein Stiefmütterchen. Schaut euch dieses wunderschöne Stiefmütterchen an. Und ganz, ganz wichtig, weil ich es eben heute erst durch Google gelernt habe, das ist ein Stiefmütterchen und das ist eine Primel. Also falls ihr bei eurer Schwiegermutter vielleicht mal trumpfen möchtet, wenn ihr was kauft, was ihr irgendwo anpflanzt, das ist eine Primel, das ist ein Stiefmütterchen. Seht ihr den Unterschied? Kleine Blätter, viele Blätter, große Blätter. Große, ich glaube sogar immer nur 4 oder 5 Blätter, so ein Stiefmütterchen. So, ich bin ein bisschen stolz. Also, und jetzt male ich mal der Einfachkeit halber wirklich nur dieses eine Stiefmütterchenblatt, das ist ja gar nicht diese eine Stiefmütterchenblüte, hier noch hin, um euch zu zeigen, dass auch so ein doch sehr abstrakt wirkendes Motiv super, super easy und lose zu malen ist.
Hierfür nehme ich jetzt mal die folgenden Farben. Jetzt swatche ich mir erstmal wieder zuerst mein Bergblau. Es ist zwar nicht 1:1 das Bergblau, aber ich finde, man kann dieses Stiefmütterchen auch wunderbar mit diesem Bergblau malen. Schaut mal, es kommt fast 1:1 hin. Ihr könnt auch das Bergblau mit ein bisschen von Schminke Violett mischen. Ich glaube, dann habt ihr 1:1 diesen Farbton. Mal probieren. Wenn der Schminke Violett macht. Und dann so ein bisschen Bergblau dazu. Ich glaube, ja, dann habt ihr 1:1 den Farbton. Ja. Also Bergblau bis Schminke Violett ist auf jeden Fall 1:1 das. Ich nehme aber heute nur mal Bergblau. Und für dieses cremefarbene in der Mitte nehme ich jetzt einfach mal dieses totofarbene Jaune Brillant. Und den Tupfer in der Mitte natürlich noch in Gelb. Zitronengelb. Ihr seht, das sind meine Swatches. Bergblau und Jaune Brillant und Gelb. Nur für diese Blüte. Natürlich könnt ihr auch wieder Blätter dazu machen, aber ich beschränke mich jetzt wirklich mal noch auf dieses Stiefmütterchen. Natur ist gar nicht kompliziert. Ich weiß ja nicht, worum es geht, aber zumindest nicht zum Malen. Geht es ums Malen? Blumen. Ja, Blumen sind, die Blumen sind kompliziert. Bezeichnungen. So. Veilchen und... Ach, Veilchen. Veilchen gibt es ja auch noch, ja eben. So, wie male ich das jetzt wieder, dass ich das hier ein bisschen bekomme? Ich glaube, es ist schon trocken. Das heißt, ich versuche mal, das hier hinzulegen. So vielleicht. So, oder? Ja. Boah! Aber jetzt ist das fokussiert. Doof. Das ist nicht da fokussiert. Nee, geht nicht. Doofer Autofokus. Na gut. Dann, müssen wir mal gucken. Jetzt natürlich das im Fokus. Egal. Also gut, ich versuche, ich kann es einfach, ich schneide sie ab. Ich zupfe sie ab. Boah. So, jetzt habe ich mich hier ein bisschen... Ach, das ist es wert. Der Livestream ist es wert. Also, jetzt kommt noch das große Finale, das Stiefmütterchen. Und auch hier möchte ich euch unbedingt mal zeigen, wie leicht es ist, so ein doch recht abstraktes Objekt wie ein Stiefmütterchen ganz, ganz leicht zu malen. So. Wir beginnen also hier auch wirklich wieder mit dem untersten Blatt. Kelchblatt, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und diesem Rand. Ich gehe jetzt in mein Bergblau. Ich habe mein Bergblau auf dem Pinsel und male hier wirklich erstmal dieses untere Blatt, also diesen Rand von dem unteren Blatt. Der ist wirklich so ein bisschen hier auch wieder gewölbt und dann geht er nach da. Und dann geht er ungefähr wieder hier so nach oben. Dann wasche ich meinen Pinsel wieder aus, damit ich hier so ein bisschen auch eben diesen Verlauf simulieren kann. Wie gesagt, wieder alles ganz lose. Und ziehe mir hier die Pigmente so ein bisschen nach oben. Ihr seht, ganz, ganz abstrahiert auch wieder. Und ihr könnt auch hier der Spannung willen, wenn ihr wollt, ein bisschen von dem Schminke Violett eintupfen. Müsst ihr aber nicht. Aber ihr seht, dann wird es auch gleich wieder hier mit dem Schminke Violett so ein bisschen spannender, das Ganze. Ne? Ein bisschen natürlicher auch. So, dann kommen die anderen Blätter noch. Dann kommt das linke Blatt und das rechte Blatt noch. Und das setzen wir hier wirklich auch so ein bisschen an. Wieder mit dem Bergblau. Da oben. Und auf der anderen Seite auch noch. Die Natur ist auch nie perfekt, deswegen seht ihr auch, was ich hier mache mit dem Pinsel. Ich bewege ihn absichtlich so ein bisschen hin und her. Also ich bin absichtlich ganz wild mit dem Pinsel, um wirklich nicht perfekt zu malen. Weil die Natur ist eben nicht perfekt. Jetzt wasche ich den Pinsel wieder mit Wasser aus, um hier, ihr seht es, hier benutze ich nur Wasser, wirklich den Verlauf wieder nach innen zu schaffen. Wenn ich zu viel Wasser habe, könnt ihr das Wasser auch wieder aufnehmen mit dem Pinsel, wieder abtupfen. Hier ganz vorsichtig so ein bisschen nicht in die untere Form unbedingt reingehen, sondern hier einen minimalen Abstand lassen, damit man hier auch wirklich sieht, dass das Blatt sich voneinander abhebt. Also hier ist ja quasi das Blatt hinter dem anderen Blatt und um das wirklich auch im losen Stil abzubilden, lassen wir einfach so einen kleinen Schlitz Weißraum. Weißraum ist auch ganz, ganz, ganz wichtig bei Loose Watercolor.
Dann könnt ihr noch mal ein bisschen in Schminke wieder reingehen, wie gesagt, und noch so ein bisschen wieder Tiefe schaffen, wenn ihr wollt. Das macht es einfach immer, immer spannender. Ihr seht sofort, was passiert. Da freut sich das Auge gleich, weil das Ganze wirklich noch sehr, sehr viel spannender wird. So. Hier will ich noch ein bisschen mehr Verlauf haben. Das heißt, ich gehe hier noch mal rein. Und bei einem guten Papier könnt ihr die Pigmente wirklich auch immer und immer wieder anlösen und ablösen. Jetzt habe ich schon wirklich diese vier Blätter des Stiefmütterchens ganz, ganz abstrakt simuliert und abgebildet. Jetzt nehme ich das obere Blatt da hinten, was da hinten so ein bisschen drüber liegt. Dann nehme ich mal meine Mischung aus dem Bergblau und dem Schminkviolett. Und das ist ja quasi einheitlich gefärbt. Das male ich jetzt auch nochmal hier hinten so ganz abstrakt mit dazu. Genau, so. Ich wackele hier wirklich immer ganz bewusst so ein bisschen mit dem Pinsel. Das wieder nach unten. Auch hier nicht unbedingt die andere Form berühren, die ist ja noch feucht, sonst wird alles am Ende einfladen. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass am Ende bei Loose Watercolor alles ein so ein Farbfladen wird. Das ist auch bei Anfängern ganz oft das Problem. Macht euch da keine Sorgen, Übung macht den Meister. Kann ich da nur sagen. Aber das hilft, wenn man eben nicht da so zu tief reinarbeitet. So, und jetzt, solange alles noch feucht ist, nutze ich das wieder und gehe in meinen Jaune Brillant, also in das Toto-Farben. Und setze hier quasi wirklich in der Mitte diese zweite Ebene von dem Stiefmütterchen, alles, was eben so Toto-Farben ist, ein. So, ich tupfe hier wirklich die Pigmente nur so ein bisschen ein, um auch hier die Realität wieder nur maximal abstrakt abzubilden. Tja, und dann am Ende kommt natürlich noch das gelbe i-Tüpfelchen in die Mitte. Dafür nehme ich den Zweierpinsel und mein Zitronengelb. Und tupfe hier einfach nur wirklich, dass das hier so gelb ist. Ist ja fast schon gelb-orange eigentlich. Ne? Tupfe ich hier, oh, das war zu viel orange. Dann wieder ab ins Gelb. Tupfe ich hier noch ein. Und das darf auch so ein bisschen in das Jaune Brillant bluten und blümeln, sozusagen. Fertig. Fertig zumindest so weit, als dass ich bei dieser Blume jetzt wirklich warten würde, bis es trocken ist und dann nochmal die einzelnen Strahlen ergänzen würde. Natürlich kann ich jetzt, solange es noch so ein bisschen feucht ist, kann ich jetzt noch unten wieder meinen Stiel hinzufügen, aber ich glaube, Stiele haben wir jetzt schon genug gemacht. Dann jetzt auch noch mit hinzu, der ist ein bisschen dick, nicht so richtig dick. Und ich weiß gar nicht, was die für Blätter haben. Die haben so kleine runde Blätter eigentlich. Aber auch bei den Blättern kommt es immer nur auf die ungefähre Form an. Also da müsst ihr auch nicht eins zu eins wirklich das abmalen, was ihr da vor der Nase habt an Blättern, um zu simulieren, dass ihr da eben ein Stiefmütterchen malt. Und dann habt ihr auch hier ganz, ganz lose ein Stiefmütterchen aufs Papier gebracht. Ich hoffe, ihr habt auch alle ähnliche Ergebnisse erzielt in der Kürze der Zeit. Biene schüttelt den Kopf. Na toll. Wenn nicht, dann könnt ihr euch ja morgen den Livestream nochmal anschauen. Also bei Loose ist es wirklich einfach so, dass man ganz, ganz viel üben muss und einfach ein Gefühl dafür bekommen muss. Man kann es nicht anders sagen. Das vermittle ich oder habe es vermittelt in meinen Workshops mit meinen Guides. Am besten geht es natürlich immer mit Bewegung und nicht in einem statischen Guide, um zu sehen, wie derjenige malt. Gerade weil auch alles so schnell geht bei Loose Watercolor, ist das Beste wirklich immer dann Bewegtbild zu sehen. Deswegen wird es dieses Jahr da auch noch mehr von mir dazu geben. Ich habe auch vorhin schon mal eine gemalt, eine fertige. Und dann könnt ihr sehen, wenn das Ganze trocken ist, dann könnt ihr wirklich auch noch mit dem ganz, ganz feinen Zweierpinsel diese leichten Striche mit aufmalen. Und dann habt ihr hier wirklich eins zu eins so ein Stiefmütterchen abgebildet. Abstrakt und lose. Ja, das war's. Wir haben zwar nicht alle Farben heute benutzt, wir haben nämlich nicht die ganzen Terrakotta-Farben benutzt, beziehungsweise Jaune Brillant haben wir genommen und wir sind auch mal hier mit rein für die Knolle. Das haben wir gar nicht benutzt, aber da könnt ihr, wie gesagt, super, super
solche Blumentöpfe mitmalen. Das habe ich nämlich in meiner kleinen Studie für meinen Kasten gemalt, diesen Lavendelstrauß. Und für diesen Terrakotta-Tropf habe ich wirklich alle drei Farben hier verwendet. Jung Brillantiv, Neapelgelb rötlich und Siena gebrannt. Und habt ihr wirklich so einen ganz tollen Terrakotta-Effekt. Und das war mir ganz wichtig. Und was wollte ich noch sagen? Last but not least, irgendwas wollte ich noch sagen. Habe ich vergessen. Doch, genau. Oh, und auch eine wunderschöne Farbkombination, um das schon mal vorwegzunehmen. Für Muttertag hatte ich ja gesagt. Hier habe ich zum Beispiel verwendet Neapelgelb rötlich und Geranienrot und Magenta. Allein aus diesen drei Farben könnt ihr hier wirklich auch, weil die so schön harmonieren, einen ganz, ganz schönen Muttertagsgruß zaubern oder auch einen Valentinsgruß mit ganz einfachen Blümchen. Vielleicht gibt es dazu ja nochmal irgendwann einen Livestream. Ansonsten hoffe ich, dass euch, nehme ich mal wieder weg, dass euch dieser allererste Livestream nach meiner kurzen, gefühlt Schnips zur kurzen Babypause gefallen hat. Ich muss wieder erst so ein bisschen ins Ganze auf jeden Fall reinkommen, merke ich. Ich freue mich aber wahnsinnig, dass ich jetzt hier in meinem super, super technischen Frau-Hölle-Studio-Ausstattungs-Mega-Licht- und Ton-Equipment sitze und euch in Zukunft damit beglücken darf. Das Ganze könnt ihr morgen auch nochmal anschauen. Es bleibt, wie gesagt, gespeichert. Und teilt eure Werke sehr gerne mit dem Hashtag Frau Hölle Seasons Collection auf Instagram. Nicht vergessen, teilt unbedingt alle eure losen Blümels auf Instagram, damit ich sie sehen kann. Und ich male sicherlich noch die eine oder anderen die nächsten Wochen mit euch. Und wie gesagt, es folgen auf jeden Fall noch weitere Loose-Inhalte dieses Jahr von mir für euch. Nicht vergessen, Save the Date. Nächsten Freitag, heute in einer Woche, sitze ich wieder hier. Dann wird auch wieder gemalt mit Farben. Österliche Motive, wenn ihr wissen wollt, was genau und was ihr braucht, dann abonniert heute noch den Newsletter. Morgen früh um 9 erfahrt ihr es. Und auch in 2 Wochen sitze ich wieder hier. Dann geht es auch um Ostern. Dann malen wir auch schon wieder. Und das erfahrt ihr auch morgen im Newsletter. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Es wird österlich bei uns. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Freitagabend. Ich pack's ab nach Hause und sage der Vini vielen Dank, dass sie heute Assistentin da war und als kleines Live-Publikum. Und danke an den Technikman, der aufs Kind aufgepasst hat. Und danke an euch, dass ihr so treu seid und wirklich vor allem diese wunderschöne Kollektion, teilweise auch alle 4 habe ich gesehen, die Fan Edition, gekauft habt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Schreibt uns immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wünscht, wenn euch irgendwas gefällt oder auch nicht gefällt. Wir leben von und für euch und freuen uns, dass es euch gibt. Habt ein schönes Wochenende, passt gut auf euch auf und viel Spaß beim Blümeln. Tschüss! Ha! War so schön.